Der Winterschlussverkauf in diesem Jahr ist fast gelaufen und wir haben uns einmal umgehört, wie man in unserer Region auf ihn reagiert hat und vor allem, wie man ihn nutzte. Okay, der Winterschlussverkauf ist voll im Gange. Sind Sie auf der Suche nach Schnäppchen? Wir haben schon unsere Schnäppchen weg. Sind schon weg. Ja. Schauen Sie da ganz speziell drauf, wenn es Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf ist? Auf was denn da konkret? Auf was? Ne? Auf die Preise, Qualität, Mode. Das sind meistens dann die Preise, ne? Wir gehen meistens nach dem Preis und das Praktische, was wir brauchen. Ja, irgendwelche Schnäppchen gemacht dieses Jahr? Nö, bis jetzt noch nicht, außer fürs Kind. Sind Sie so der Typ, der mehr im Winterschlussverkauf sucht da irgendwie? Oder ist es eigentlich egal? Ist egal. Es gibt immer was. Irgendwelche Schnäppchen gemacht dieses Jahr? Ja, hab ich. Sind Sie so der Typ, der im Winterschlussverkauf da besonders drauf achtet? Eigentlich nicht, aber wenn was Günstiges ist, kaufe ich es schon. Hm? Der Winterschlussverkauf dieses Jahr, hat sich besonders gelohnt? Naja, ich kaufe nur, was ich auch brauche. Ja, irgendwelche Schnäppchen gemacht dieses Jahr? Nein, überhaupt nicht. Nicht mal geguckt. Schauen Sie da ganz speziell drauf, wenn Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf ist, ob es was gibt? Nee, eigentlich nicht. Bin da nicht so der Typ dafür. Lange irgendwelche Schnäppchen gemacht? Nee, eigentlich nicht. Also, ich tue bloß verkaufen, ich tue nicht einkaufen. Und wie lief's denn dieses Jahr? Gleich mal eine gute Frage. Naja, beim Möbel Winterschlussverkauf ist eigentlich nicht so das Weltbewegende. Es ist wirklich bloß in den Lebensmittelläden oder so, ne, halt dann oder in den Boutiquen. Aber Möbel Winterschlussverkauf weniger. Irgendwelche Schnäppchen gemacht? Ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt, guter Mann. Ich habe die Hoffnung, dass ich diese Woche irgendwann noch mal, weil ich ganz dringend eine Jacke brauche, eine Winterjacke. Also schauen Sie ganz speziell drauf mal, wenn es dann Schnäppchen zu machen gibt? Na klar, freilich. Ich warte extra, bis es mal Winterschlussverkauf ist oder Sommer, das ist ja egal. Ne? Irgendwelche Schnäppchen gemacht dieses Jahr? Ja, auch schon. Was haben wir gekauft? Haben wir auch was gekauft. Heute sind wir auch wieder hinterher. Ja, irgendwelche Schnäppchen gemacht dieses Jahr oder sind Sie noch auf der Suche? Also, wir haben noch nichts gemacht. Ich habe mir meine alte Hose gekauft, die hatte ich 50% eingespart. Und du wolltest mal eine Bluse. Ne? Oh, aber gezielt gehen wir nicht. Also, aber gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Oh, ja. Eigentlich kann man sagen, dass der Winterschlussverkauf von den meisten Käufern positiv angenommen wurde.